Aufnahme. Jo, wenn man ein bisschen unterwegs mit der Rebell, mit der Kleinen, mit extrem schweren Herzen, steht die Rebell bei eBay zum Verkauf. eBay Kleinanzeigen. Da es wohl familiär sich erledigt hat, brauche ich letztendlich das Motorrad auch nicht mehr. Also geht's weg. Kostet einen Haufen Geld. Und dann muss ich ja nicht in der Garage stehen. Darum werde ich jetzt nochmal eine kleine Fahrt machen. Gucken, ob alles in Ordnung ist. Mal eben kurz nach Hannover zum Kumpel. Und dann auch mal schauen. Weil ich beim besten Willen nicht davon ausgehe, dass meine Frau zurückrudern wird. Ist am Moment einfach halt über. Das heißt denn, es kommt ja jetzt unerwartet eine Frau, die was von mir will. Ich mir das auch nicht vorstellen kann. Ich bin ja nur keine Schönheit und der Jüngste bin ich auch nicht mehr. Aber sollte das der Fall sein, dann würde ich sie wieder rausnehmen bei eBay. Nochmal so zum Spaß, wenn da eine Interessentin kommt, die das Moped haben möchte, so, wenn Interesse besteht, kann sie mich auch mitnehmen. Im Moment ist mir alles scheißegal. Da meine Frau ja scheinbar nicht mehr will, ist mir jetzt egal, was mit mir passiert. So, aber ist egal. Müssen wir nicht weiter drüber reden. Das ist ein super geiles Moped. Würde mir wehtun, die wegzugeben. Ich spiele sogar mit dem Gedanken, meine kleine Schwarze, die Rallye, auch abzugeben. Und wenn diese beide weg sind, oh, ist die schön, dass ich dann sage, okay, ich kaufe mir wieder eine Rebell. Aber keine 500er, sondern die neue 1100er. Das wäre noch eine Alternative. Die 500er weg, die 250er weg und dafür die 1100er her. Und dann je nachdem, wo ich hinfahre und was ich machen will, nehme ich entweder meine Adventure-Maschine oder ich nehme einen Schopper. Wobei diese hier, ganz ehrlich gesagt, für mich persönlich doch ein bisschen klein scheint. Von der Form her. Nicht von der Leistung, sondern von der Form her. Leistung muss ich sagen. Ganz gut los, da kann man sich nicht beschweren, absolut nicht. Und so eigentlich vom Sitzen kann ich mich auch nicht beschweren, so mit den Knien, naja, mit den Beinen. Also Langstrecke habe ich das noch nicht probiert mit dieser hier, weil die ist ja bislang auch meine Frau gefahren. Also ich habe jetzt einmal, damit bin ich nach Stade gewesen und genauer gesagt nach York und sonst nur hier ums Dorf mal gefahren. Sonst habe ich damit noch keine Strecken gefahren. Weit ändert sich das ja jetzt noch. So, mal schauen. Ich bin jetzt im August. Am 31. Juli bis 6. 7. August. Mal gucken. Wir haben eine Woche wegfahren mit dem Motorrad. Ich weiß auch nicht wohin, keine Ahnung. Ich spiele mit dem Gedanken nach Lettland zu fahren. Vielleicht mit der Fähre noch rüber nach Lettland, aber eine Woche, ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht. Ich habe keine Ahnung, überhaupt nicht. Und ansonsten spiele ich auch mit dem Gedanken, einmal so eine kleine Runde durch Deutschland zu fahren. 300, 400 Kilometer am Tag. Keine Autobahn, nur Landstraße. Und dann Zelt mitnehmen. Das könnte ich auch noch machen. Der Gedanke wäre.
kann ich auch gleich auf diesem Wege mal einen kleinen Aufruf machen. Hat jemand Lust, mit mir mitzufahren? Es darf auch eine junge Dame sein, sage ich mal. Junge Dame in Anführungsstrichen, für mich jung. Von Mitte 40 zum Beispiel. Frei und ungebunden. Zu zweit auf einem Motorrad oder mit zwei Motorrädern. Kann man alles drüber reden. In diesem ersten Moment ist für mich eigentlich nur wichtig, dass ich nicht alleine fahre. Einfach jemanden um mich rum haben. Mal schauen. Vielleicht findet sich auf diesem Wege jemand. Also wie gesagt, ein festes Ziel habe ich nicht. Sollte jemand Interesse haben, mich zu begleiten, egal ob männlich oder weiblich, dann kann man natürlich über die Ziele gemeinsam reden. Dann werde ich jetzt natürlich nicht sagen, ich will dahin und dann ist gut, entweder du kommst mit oder kommst nicht mit, sondern nein, das geht dann anders. Wenn, dann wird das natürlich gemeinsam abgesprochen, wo man hinfährt. Also spätestens am 6. oder 7. Jetzt müssen wir mal gucken. Ich glaube, der 6. ist das. Glaube ich, der 6. August müsste, glaube ich, ein Samstag sein. Da sollte ich schon zu Hause sein, weil den Montag muss ich wieder arbeiten. Früher losfahren wäre eventuell machbar am 29. So zwei Tage früher los, das könnte man eventuell machen. Aber das ist auch nicht sicher, weil ich ja noch zwei Katzen zu Hause habe, die auf jeden Fall versorgt werden müssen. Und das muss ich auch erst noch abklären. Schlimmstenfalls kann ich gar nicht fahren, wenn ich niemanden habe, der sich um die Katzen kümmert. Eins weiß ich, die kommen nicht ins Tierheim oder sowas, das ist sicher. Also wenn, dann müsste sich jemand bereit erklären, die morgens und abends zu füttern bei mir und Katzenklo sauber zu machen. Das müsste sichergestellt sein. Meine Tochter kann es leider nicht, die hat gerade einen neuen Job angefangen. Und die wohnt in Berlin. Die kann ich mal einfach eben hier so herkommen, Katzen füttern. Bei meinem Sohn das gleiche. Der hat wohl endlich jetzt auch eine Arbeit gefunden. Ist auch eigentlich alt genug. Aber auch er kann nicht einfach mal herkommen. Er ist in Paderborn. Ja, höchstens mal eine getrennt lebende Frau. Da bin ich noch so weit, dass ich ihr einfach nochmal einen Schlüssel anvertrauen würde. So viel Vertrauen habe ich noch zu ihr, dass sie mir nicht dann die Hütte leer räumt. Und nee, das würde sie auch nicht machen, weil mein Grundstück ist videoüberwacht. Das würde man dann mitkriegen, was damit passiert. Und dann hätte sie ganz schlechte Karten. Aber das macht ja auch nicht, das traue ich ihr nicht zu. Das wäre natürlich auch ein Zeichen dafür, keiner Beweis dafür, dass ich immer noch Vertrauen zu ihr habe. Aber wenn sie nicht will, dann will sie nicht. Und letztendlich sind es ihre Katzen, die sie einfach auch sitzen lassen hat, wie mich. Naja, mal schauen. Irgendwas wird noch passieren bis dahin.
das kleine Teil hier. Das ist ein richtig nettes, flinkes Moped. Ja, hat nur 500 Kubik, 46 PS. Aber die fährt sich eigentlich ganz gut. Macht Spaß, mit ihr zu fahren. Na gut, ich werde jetzt nochmal 50 Kilometer damit fahren, also 25 pro Richtung ungefähr. Das ist nicht die Welt. Aber mal schauen. Vielleicht fahre ich ja nochmal eine größere Runde damit. Ich weiß ja gar nicht, ob der überhaupt weggeht, ob der überhaupt jemand Interesse dran hat. Weil ganz billig ist sie ja noch nicht. Hat auch einiges an Zubehör dran. Einiges. So wie sie jetzt hier rollt. Ich habe sie jetzt total aufgetakelt, sage ich mal. Extra für diese Fotos, die ich gemacht habe. So wie sie jetzt hier lang rollt. Die ist bei knappe 8000 Euro. Und die ist jetzt 2 Jahre alt, diesen Monat. 2 Jahre und 2 Monate, glaube ich. Ne, 3. 2 Jahre, 3 Monate. Hat 6055 Kilometer, also noch nicht die Welt. Na, wo willst du hin? Sind wir Erding. Na gut, okay. Also eine wird definitiv weggehen. Ich habe ja nur 3 Stück stehen, das muss ich dann wirklich nicht haben. Ich denke, ich werde heute Abend meine CRF nochmal fotografieren. Durchfotografieren und dann werde ich wahrscheinlich heute Abend. Gehen wir ganz stark von aus, sag schnell, die CRF noch mal ins Netz setzen. Und dann mal schauen, eine geht weg und dann entscheide ich mich danach, welche zuerst weggeht, die ist dann halt weg. Und wenn die schwarze CRF zuerst weggeht, dann bleibt halt die Rebell stehen. Für bessere aufgrund von Stress diese Trennung in den letzten 4 Wochen insgesamt schon 18 Kilo abgenommen habe. Ja, und das macht sich natürlich auf so einem kleinen Bike wie dieser hier natürlich massiv bemerkbar. Ob da 118 Kilo drauf sind oder nur noch 100 Kilo.
Also eine Sportmaschine ist es nicht, das merkt man auf jeden Fall auch vom Fahrverhalten in den Kurven. Es ist und bleibt ein Cruiser. Ein kleiner Cruiser, der sich in meinen Augen hinter den Großen nicht verstecken braucht. Absolut nicht. Und ich denke, man könnte auch mit dieser hier nach Lettland fahren. Oder quer durch Deutschland. Top Case ist dabei. Packtaschen rechts und links. Ist nicht besonders groß, aber 2x18 Liter sind das auch. Also Unterwäsche und Socken oder sowas passt da auch rein. Ja gut, ich trage keine Socken. Keine Strumpfhosen. Ja, und Koffer ist groß genug, da kriegt man ordentliches mit. So ist das nicht, das Topcase hinten. Dann haben wir noch einen Tankrucksack. Und vorne ist noch eine kleine Gabelrolle. Also, mal so eine Woche damit in den Urlaub fahren geht auch, ohne Probleme. Nur zu zweit würde ich das natürlich nicht machen, weil da hat man Gepäckprobleme, Platzprobleme. Wenn man hier alleine drauf sitzt, kann man immer noch eine Gepäckrolle nach hinten mitnehmen auf der Sitzbank. Beziehungsweise Sitzbank hat die ja nicht. Auf dem Sozius-Sitz könnte man immer noch eine Gepäckrolle mitnehmen. Ja, auch kein Problem. Aber hat schon was. So, bin ich in Hannover angekommen. Da ich ja nun Respekt auch ein bisschen habe, auch von meinem Kumpel natürlich, es muss ja auch nicht jeder wissen, wo er wohnt, wo ich da jetzt vor der Tür rolle, mache ich jetzt einmal Aussage, habt euch wohl, bis die Tage.